Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Ideen der Linken zur Zukunft unseres Sozialstaats und zum Rentensystem sind uns ja hinlänglich bekannt. Im Wesentlichen geht es immer wieder darum, richtige und gerechte Entscheidungen der Vergangenheit wieder zurückzufahren und das Rentenniveau, um das es hier heute unter anderem auch geht, dauerhaft auf 53% festzuschreiben, ist eine davon. Und in der Tat, die Linke wäre nicht die Linke, wenn sie nicht an dem momentanen Überbietungswettbewerb rund um das Rentenniveau sich nicht beteiligen würde. Diese Forderung, Herr Birkwald, die kann man aufstellen, wenn man die demografische Entwicklung in unserem Land vollends ignoriert, wenn man die gesetzliche Rente mit noch mehr Steuergeld bezuschussen will, weil einem noch mehr Schulden völlig egal sind, oder man trotz Rekordsteuereinnahmen noch stärker als bisher an der Steuerschraube drehen und die Beitragszahler mit noch höheren Beiträgen in die Rentenversicherung belasten will, dann sollten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, sich in der Diskussion aber auch ehrlich machen. Sagen Sie den Beschäftigten und der jungen Generation in diesem Land, dass diese dann sehr viel höhere Rentenbeiträge zu zahlen haben und damit am Ende des Monats netto weniger in der Tasche haben als heute. Dass Arbeit in Deutschland künftig noch teurer wird auf Kosten bestehender und künftiger Arbeitsplätze und dass man sehenden Auges die Axt an die Wurzel des Generationenvertrages legt. Jeder zusätzliche Prozentpunkt in der Sozialversicherung kostet Jobs, meine Damen und Herren. Und die Schmerzgrenze von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei Steuern und Beiträgen ist wahrlich erreicht. Das bestätigt auch eine aktuelle Umfrage von Infratestima. 79% der Beschäftigten lehnen danach noch höhere Rentenbeiträge ab. Und meine Damen und Herren, Forderungen wie die Anhebung des Rentenniveaus auf Kosten der jungen Generation, die Rücknahme der Rente mit 67 oder die Abschaffung des Nachhaltigkeitsfaktors, wohlgemerkt einem ganz entscheidenden Merkmal bei der Berechnung der Renten, um überhaupt für Generationengerechtigkeit zu sorgen, wären vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung eine fatale Fehlentscheidung. Deshalb waren und sind die Entscheidungen der vergangenen Jahre richtig. Die Menschen in unserem Land haben verstanden, dass es Einschnitte bei der gesetzlichen Rente geben wird und Eigenvorsorge für das Alter elementar ist. Das alles ungeachtet der demografischen Situation zurückzunehmen, grenzt am politischen Realitätsverlust. Natürlich sind uns die Folgen einer EZB-Niedrigzinspolitik bewusst. Wir stellen fest, dass zusätzliche Belastungen von Betriebsrenten mit Sozialbeiträgen nicht gerade motivierend auf Sparer wirken. Und wir wissen auch, dass Altersvorsorge gerade bei Geringverdienern ein Problem ist. Aber die richtige Antwort darauf ist doch nicht, dass die betriebliche und private Altersvorsorge gescheitert ist, so wie Sie es in Ihren Anträgen immer wieder behaupten. Die richtige Antwort lautet, dass wir Fehlanreize und Bürokratie beseitigen, dass wir Möglichkeiten der Förderung prüfen, dass wir Strukturen optimieren und das System der betrieblichen und privaten Altersvorsorge damit insgesamt verbessern. Und das gilt natürlich auch für Riester. Riester ist wohlgemerkt nicht gescheitert. Und wir müssen uns natürlich gerade auch mit Blick auf die Geringverdiener die Frage stellen, wie gehen wir mit der Grundsicherung um? Auch darüber diskutieren wir ja ganz offen. Und es gibt nicht wenige, die auch dafür sind, dass man gerade auch bei Empfängern von Grundsicherung auch Freibeträge für die betriebliche und private Altersvorsorge schafft. Ist ja alles richtig. Aber ich möchte mal eines bemerken. Ich frage mich hin und wieder, wie ist eigentlich Ihr Menschenbild von Menschen, die in Bereichen arbeiten, wo man wenig verdient, von Menschen, die möglicherweise auch keine Ausbildung haben oder die über eine sehr geringe Bildung verfügen. Das frage ich mich immer wieder. Sie vermitteln den Menschen den Eindruck, verlasst euch mal auf die gesetzliche Rente, wir regeln das schon. Und die Botschaft, die Sie auch immer wieder ausgeben, lautet, dass diese Menschen ja sowieso Grundsicherung empfangen im Alter und ja, man sich deswegen auch politisch darauf einstellen müsse. Aber das kann es doch nicht sein. Wir müssen doch den Menschen frühzeitig und dauerhaft und gerade auch den jungen Menschen, die hier heute auch in diesem Plenum oben auf den Besuchertribünen sitzen, immer wieder klar machen, dass es im Leben auch darum geht, aufzusteigen, und zwar durch Bildung, dass das Leben eben nicht dadurch gekennzeichnet ist, dauerhaft auf einem Lohnniveau zu verharren und irgendwann mal
Grundsicherung zu bekommen, sondern dass unser Antrieb, unser politischer Antrieb auch der ist, eben jene Menschen ja, zu einem besseren Einkommen zu verhelfen und zu einer besseren Absicherung auch im Alter zu verhelfen. Und dazu zählt natürlich auch die Wirtschaftspolitik. Die hängt ganz eng mit der Rentenpolitik zusammen. Eine gute Wirtschaftspolitik sorgt auch für bessere Löhne und damit auch für eine bessere Absicherung im Alter. Und das ist zumindest der politische Geist, der mich umtreibt und der mich begleitet und nach dem ich auch Politik gestalten möchte. Deshalb, meine Damen und Herren, geht es bei der Rente eben auch um die arbeitsmarktpolitische Komponente. Denn Rente ist immer noch Ausdruck auch von Erwerbstätigkeit. Und das verfolgen wir jetzt auch ganz konkret mit der Flexirente. Wir schaffen zunächst einmal das Bewusstsein, dass auch längeres Arbeiten sich lohnt. Für Beschäftigte als auch für die Unternehmen. Der Beruf ist eben nichts mehr, aus dem man von heute auf morgen ausscheidet. Und Rente ist nichts, worin man sich von heute auf morgen feststeckt. Es geht darum, längeres Arbeiten attraktiv zu gestalten. Das ist eine ganz entscheidende Antwort Umgang mit dem demografischen Wandel und mit der Absicherung im Alter. Mit fast 18 Jahren ist die durchschnittliche Rentenbezugsdauer in Deutschland so lang wie nie zuvor. Und sie wird weiter steigen. Ich bin sofort fertig. Ja, natürlich ist es vor dem Hintergrund absolut legitim, bei steigender Lebenserwartung auch über einen späteren Renteneintritt nachzudenken. Und Herr Birkwald, hier möchte ich noch mal ganz konkret meinen Kollegen Wolfgang Schäuble in Schutz nehmen. Seine Frau Aussagen Kollegin, kommen sind sie nichts bitte Verwerfliches, zum Ende. Sondern eine logische Konsequenz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Erinnern Sie sich bitte an die Lichter da vorne. Ne? So, der Kollege Kapschak ist schon da. Genau. Er hat dann auch das Wort.